Hallihallo, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Euer alter Knacker sitzt auch diesmal wieder in seinem Essbereich direkt gegenüber der Baustelle des Eitle Kinderkram, das hoffentlich irgendwann mal als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets eröffnen wird. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Einen Bleistift. Das ist original der Bleistift, den mein jüngerer Sohn jeden Tag verwendet, um keine Hausübung zu machen. Mal schauen, ob wir ihn irgendwann dazu bringen werden, eine Hausübung zu machen. Ich glaube es ja nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Ja, was Tolles von Lego. Ja, schaut mal. Set 118, der elektronische Zug. Ja, der ist wunderbar. Schaut euch das an. Eine super tolle Lokomotive mit Elektronik. Ja, die haben Elektronik eingebaut. 10 Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin, haben die schon Elektronik in Züge eingebaut. Ja, ich frage, wozu Elektronik in einem Zug? Wasser? Ist das cool? Man pfeift, der Zug fährt. Man pfeift wieder, der Zug steht. Ist das nicht prima? Na, ich probiere das nochmal. Moment, Vorsicht. Ich bin glücklich. Ist das nicht ein geniales Set? Ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Das Set ist aus ungefähr 1968. Ihr wisst ja, die Jahreszahlen sind nicht so klar. Mal sind früher, mal später. Was haben wir denn Hübsches? Wir haben, fangen wir hinten an, einen Tender. Der Tender besteht aus der original ursprünglichen Batteriebox. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz, damit ihr das seht. Diese Batteriebox hat hier unten zwei Kontakte. Das heißt, wenn ihr diese Batteriebox direkt auf den Motortyp A oder B draufbaut, dann macht das Kontakt und ihr braucht nicht mehr ein Kabel und könnt schon Zug fahren. Das ist eine super Sache. Ich baue das da wieder drauf, denn sonst ist alles nicht original, das ist unmöglich. Diese Batteriebox zeichnet sich aus durch einen grauen Unterteil und hat im Gegensatz zu späteren Batterieboxen den Deckel unten. Ihr seht das hoffentlich da in meinen Zusatzkämmerchen. Kämmerchen, wie auch immer. Dieser wunderbare Tender hat auch zwei Magneten, einen blauen, einen roten. Blau und rot ziehen sich an, rot und rot stoßen sich ab, blau stoßen sich auch an. So, obendrauf haben wir zwei Slops und ein paar 1x6er Steine, um da ein bisschen eine Form drauf zu bringen. Und ein weißes Dingsbums mit einem Kabel dran. Dieses weiße Dingsbums ist ein Mikrofon. Dieses Mikrofon reagiert auf die Pfeife. Ihr seht, dieses Mikrofon hat hier die Stecker waagrecht angeordnet. Ja, und ich habe euch noch was mitgebracht, wenn ihr das seht. Gehört jetzt nicht dazu. Es gibt dieses Mikrofon auch mit senkrechten Steckern. Fragt mich nicht, warum, wer auf diese Schnapsidee gekommen ist. Jedenfalls, wenn ihr so ein Mikrofon wollt, 100 Euro aufwärts auf Bricklink. Und zwar gebraucht und wahrscheinlich kaputt. Der Elektronikblock ist ein bisschen billiger, aber meistens auch kaputt. Der ist jetzt hier da drinnen eingebaut und darum zeige ich euch den jetzt mal so. Er hat zwei rote Stecker, da kommt der Strom von der Batteriebox, und er hat zwei blaue Stecker, da geht es zum Mikrofon. Unten hat er dieselben Kontakte wie schon diese Batteriebox selbst. Und in dieser wunderbaren Lok ist dieser Elektronikteil direkt auf dem Motor draufgebaut. Und das bedeutet, hier geht der Strom ohne Kabel durch. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Die Lok hat natürlich auch einen schönen roten Magneten, damit das Ganze funktionieren kann. Und sie hat 4 Räder mit Haftreifen, damit ordentlich Grip auf der Schiene ist. Dann gibt es ein bisschen schwarzen Aufbau, ein bisschen Staub beim Flipperstein-Schmalz, das gehört dazu bei uns. Und ein kleiner eckiger Rauchfang. Ja, also es ist jetzt nichts besonders Tolles, diese Lok. Was dieses Set wirklich ganz super macht, ist diese Elektronik. Und das werden wir jetzt gleich original sofort noch einmal testen. Seid ihr bereit?
Da brauchst du kein Infrarot, da brauchst du kein Bluetooth und keine Hightech-Features. Nein, ein Pfeifen reicht. Warum macht man den neuen Züge nicht auch mit Pfeifen? Keine Ahnung. Man könnte ja noch Pfeifhöhe die Geschwindigkeit steuern. Da gibt es doch super Sachen. Okay. Also ich wollte es euch gezeigt haben, dieses Set ist nicht ganz billig. Also wenn ihr es unter 300 Euro kriegt, Glück gehabt. Ich habe es unter 300 Euro bekommen. Und ich gebe es zu, ich habe den Elektronikblock im letzten Video aufgemacht, um zu schauen, wie das angeschlossen ist. Ich habe gehofft, dass ich diesen zweiten Elektronikblock hier zum Laufen kriege. Und es sei gesagt, nein, es ist mir auch im Nachhinein nicht gelungen. Das Mikrofon ist in Ordnung, aber der Block ist nicht in Ordnung. Wenn man ihn lange angeschlossen hat, fangen zwar die Lok irgendwie an zu fahren, aber auf Pfeifen reagieren. Jetzt wäre ein Elektroniker praktisch, der das messen kann und mal schauen, vielleicht bildet sich der Flipperstellschmerz ja vor. Ich wollte es euch gezeigt haben, es steht im Eitle Kindergarten. Es gibt noch ein paar andere Sets mit demselben Elektronikblock und es gibt noch einen bisschen weiterentwickelten Elektronikblock, der nach Pfeifen und nochmal Pfeifen und zum dritten Mal Pfeifen dann rückwärts fährt. Das ist schon was ganz Tolles. Allerdings sind wir da jenseits der 600 Euro und das ist mir zu viel. Das sage ich mal ganz ehrlich. Das wird es nicht im Kinderkram geben. Optisch schaut sehr ähnlich aus. Und da pfeife ich dann auf die Sachen. 600 Euro kriege ich schon 4 blaue Elend. Gut. Ja, so viel dazu. Ich schiebe das mal wieder aus dem Bild. Und bevor ich es vergesse, nehme ich noch schnell einen Schluck von der Daniel-Tasse. Na, Lenkmacher Hochquellwasser. Lecker. Ich habe endlich den elektronischen Zug vorgestellt. Ich habe den extra nachgekauft, damit ich einen funktionierenden habe. Und jetzt geht's wieder weiter mit den normalen Eisenbahnsets aus der blauen Ära. Wir sehen uns bald. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's was Schönes, baut irgendwas oder noch besser, geht's raus und legt euch in die Sonne. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video von Flipperstein Schwarz, euren alten Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach. Kommt's vorbei im Kinderkram, schaut's auf die Homepage, ob offen ist. Wir sehen uns.